Und der Schilmein Zieswald von Shakes and Fidget. Am Tag nach dem Raritäten des Waldes Event, welches äußerst erfolgreich lief, ich habe da mal endlich wieder richtig viele Ressourcen bekommen können. Zwei Steine sind von gestern Nacht sogar noch im Inventar. Wie sieht's aus? 67 Millionen und 21 Millionen. Da kann man großzügigerweise runden, würde ich sagen. Und das, obwohl ich eigentlich jetzt schon 11 Tage lang oder so keine Steine abgeholt habe. Trotzdem fast am Maximum bei Steinen. Naja, fast. Aber wie gesagt, wenn ich hier nicht ausbauen würde, dann könnte sich das schon ausgehen. Okay, also, wie sieht's aus? Wie sieht es jetzt hier mit der Ritterhalle aus? Dafür hat es leider noch nicht ganz gereicht, aber ich denke mal, das sieht dann ganz gut aus. So, 16, 16 und das Teil ist 18. Ja, egal, wie auch immer. Stein hole ich mir noch ein bisschen. Nummer 1, sehr schön. Und Nummer 2, geht gut voran, geht gut voran. Genau, was gab's sonst noch? Ich habe gestern alles erledigt, auch ohne Video. Ich habe nicht vergessen. Wow, Schilling, Schilling, Schilling. Was ist denn da los? Genau, deshalb auch ein bisschen mehr Gold als üblicherweise. Die Waffen sind noch alle am Start und irgendwie, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, irgendwie hasse ich das mit so einem vollen Inventar. Aber wenn man dann einmal so viele Items von einer Sorte gesammelt hat, dann will man auch nicht wieder zurück, weil dann kommt das Teil irgendwann und dann ärgert man sich. Warum habe ich nicht gewartet? Warum habe ich nicht gewartet? Geduld ist eine Tugend, wie einst Shakespeare schon sagte. Oder was Goethe? Ich weiß es nicht. Hey, übermorgen ist's soweit. Da mache ich mich bereit für ein neues Epic. Dieses Epic hat dann mit Ansage keinen Sockel, genauso wie diese Robe. Nein, mal schauen. Und ob ich das dann noch aufheben werde, wenn es keinen Sockel hat, für bessere Zeiten. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist am Glücksrad drehen. Aber das... Also ein einziges Mal habe ich gedreht und so häufig wie Lucky Coins am Start waren. Aber so habe ich es nicht getan. Denn beim Raritäten des Waldes-Eventen und noch eine Waffe. Da gibt es ja nichts speziell hier. Zum Beispiel das EP-Event erhöht die Bücher. Die Erfahrungspunkte, die man da bekommt. Okay, die Waffe ist aber nichts wert, die verkaufe ich. Die ist auf jeden Fall keine 10 Millionen wert. Gut, dann kann ich 27 Mal skillen. Wie fein ist das denn? Sehr fein, würde ich sagen. Genau, mindestens. 9000. Ich kann sie schon spüren. Ich habe es mir gar nicht angesehen, wie viel ich da gestern abgezogen habe. Einfach schnell, das ist so Autoplay. Ratadam im Autopilot-Modus. Da klicke ich und klicke ich. Waren das gerade 50 Millionen am Ende? Das waren ja 8% mit einem einzigen Treffer. Schilling, was ist los mit dir? Jetzt stürze ich mich mal gegen Jan der Hämmerer. Da werden wir heute 10 Versuche rausballern. Denn ich will ein neues Pet haben. Und bei Jan wäre das eben möglich. Und es wird schon langsam Zeit. Den letzten darf ich nicht überspringen, ansonsten sehe ich nicht, wie viel ich da noch raushaue. Warum hat der so viele Lebenspunkte? Das ist so krass. 19.000 Stärke. Sollte nicht so schlimm sein. Aber die Lebenspunkte dann. Wieso kann die Kunigunde nicht ausweichen? Ein bisschen. Die müsste da eigentlich. Moment, sehen wir uns mal die Kunigunde an. Boah, die kassiert direkt 10 Millionen, wenn sie getroffen wird. Genau, wenn die da häufiger ausweichen könnte. Weil die teilt ja guten Schaden aus. Bisschen ausweichen, nochmal ausweichen. Komm schon, jawohl. Naja. Wie auch immer. Das ist heftig. Dann ballere ich doch vielleicht lieber hier Pilze raus. Bei Zisch zu dem Boom. Okay, wird der mich jetzt vielleicht irgendwann mal mit einem einzigen Treffer bezwingen können? Oder nicht? 9,7. 7,3. Wer bietet weniger als 7,3? Höre ich weniger zum ersten? Zum zweiten? Und zum dritten verkauft an den jungen Herrn da ganz hinten. Mit der Zündschnur aus seinem Kopf. Okay, 7,3 Millionen. Besser wird's wohl heute noch nicht. Das ist schade. Aber kann man nichts machen. Kavums. Auch hier kein kritischer Treffer, leider. Es waren einige Leute echt angetan, so von diesem Level. Genau, weil heute ist hier Feuer dran und da... Ach nein, das ist ja das gar nicht bei Schatten. Heute... Es waren einige Leute angetan von
dem Projekt. Ich mache das jetzt mit Rocky 100. Feuer gegen Feuer. Ich pokere, dass du Rocky noch nicht auf 100 hast. Von dem Level 50 ohne Quests Projekt. Und es gibt ja noch einige andere Projektideen. Und vielleicht sogar Projekte, die noch niemand hatte. Also, Level 1er Charakter gibt es zum Beispiel. Nur auf Level 1 bleiben, immer die Stadtwache reinmachen und dann skillen wie ein Verrückter. Leider ist jetzt das Problem, dass man mittlerweile Gold bekommt, Erfahrungspunkte bekommt, wenn man Arena-Kämpfe gewinnt. Und eigentlich der Reiz eines Level 1er Charakters war ja, dass man dann Level 10er bezwingen kann. Aber das kann man dann eben nicht machen, weil dann levelt man. Projekt Nummer 2, Leveln ohne Quests. Nur durch die Arena und durch die Festung. Projekt Nummer 3, Level 25er Charaktere. Könnte man machen. Rocky 27, okay. Das heißt, das sollte mir mal einen großen Vorsprung bringen. Level 25er Charaktere und nur die Festung machen. Ab Level 25 ist die Festung verfügbar. Und danach nur Stadtwache, keine Dungeons mehr etc. Oder, was gibt es noch? Man kann zum Beispiel irgendwas machen, so die Level 100er. Das heißt, man spielt sich auf 100 und danach macht man nur noch Stadtwache, sodass man sagt, man ist der krasseste Level 100 Charakter, den die Welt jemals gesehen hat. Oder, das war am Ende noch ziemlich knapp, man sagt, wir machen ein No-Dungeon-Projekt. Man levelt bis Level 200 oder so ohne Dungeons und danach kann man, wenn man möchte, alle Dungeons auf einmal wegkloppen, etc. Ich meine, das meiste davon, was ich da gerade so aufzähle, das gab es schon. Aber da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Soll ich bei dir schon Licht nehmen? Das weiß ich gerade nicht. Oder reicht Wasser? Aber Wasser hat einen schlechteren Ruhlbonus. Wie weit stehe ich denn hier? 4? Das ist neuer Rekord. Yo, Leute, das ist neuer Rekord. Rang 4 war ich noch nie. Das ist mal krass. Ja, ich bedanke mich bei meiner Mama, bei meinem Papa und ganz besonders bei meinen Eltern. Und jetzt werden wir mit Wasser angreifen. Das wird spannend. In dem Moment, wo ich spannend sage, sehe ich die Erdbeere, aber der Kampf wird trotzdem spannend. Darauf kann man einen lassen, auch wenn Wasser eigentlich Feuer in jeglicher Hinsicht auslöschen wird. Aber ich schätze einfach mal, dass der Rocky noch nicht so weit gelevelt haben kann. Und deshalb ist die, genau, 44 sauber, deshalb ist die Magiermannschaft hier gegen die Vestor einfach zu krass. Und am Ende, Kundi ist okay, kommt auch noch ein Kundschafter. Von daher 20 Ehre gewonnen. Habe ich mir Licht nochmal erspart, jetzt reicht es hier ebenfalls. Kanockel. Das war aber fein gemacht hier. Mit diesem Pet-Level schon die Vestor auf 64, gefällt mir. Dann Sarastrasa. Floss Nessel schon auf 10. Feine Sache. Feine Sache. Schatten. Kavums. Und jetzt hätte sogar noch ein starker Gegner kommen können, denn ich habe noch Licht am Start. Aber kein starker verfügbar. 5 von 5, 100 Ehre dazu bekommen. Und Rang 4. Rang 4 gehört nur mir. Yo, oh, 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 oh. So, was gibt's sonst noch so? Was gibt es sonst noch so? Das Wichtigste, niemals vergessen, hier klicken. Das ist das Allerwichtigste. Dann geht's ja auf S33 auch schon Richtung neuer Spülung. Ach ja, was man ebenfalls machen kann, aber das ist, glaube ich, eher eine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, doofe Idee. Vielleicht so ein Pet-Projekt. Ab 75 stehen ja die Pets zur Verfügung. Dass man sagt so, man levelt nur bis 75 und dann macht man Pets. Aber das Problem ist, mit 75 kann man ja dann zum Beispiel sowas nicht freispielen. Oder sowas, Märchenturm. Oder Mine 20, ach, Mine 20 wäre möglich. Oder sowas. Und wenn man die neuen Habitate bezwingt, gibt es ja auch Erfahrungspunkte etc. Also, das ist nicht ganz so möglich, wäre aber auch eine Idee. 5,7, 1,7. Da gibt es wieder ordentlich was. Sehr schön. Da konnte ich ja beim letzten Mal leider nur die Akademie ausbauen. Da war ich dann komplett leer hier, was die Ressourcen betrifft. So, aber genau. Hier sollte bald die nächste Spülung ebenfalls anstehen. Oh, jetzt habe ich aber einen sehr guten. Wird da einer gesucht? Ja.
einen sehr guten Stein, den möchte ich eher mir genehmigen, um ehrlich zu sein. Und zwar packe ich den mal hier in die Halskette rein. Schön. Oh, was nicht so schön ist, wie ich gerade sehe, die Tränke. Da ist einer. Treibsanduhr kaufen. Den mal rauskaufen. Ja, und dann nehme ich diesen Ausdauertrank. Den wieder verkaufen. Denn die Tränke sind wichtig. Und genau, unter. Unter. Jetzt ist Unterbiss eben Level 100. Das heißt, stärker kann der eigentlich nicht mehr werden. Und jetzt müsste ich Unter irgendwie so bezwingen können. Oder auch nicht. Mal schauen. Denn mit 100 habe ich den ja noch nie angegriffen. Ja, wenn Unter nicht so häufig kritisch trifft. Ich glaube, es wäre machbar. Vielleicht haue ich da auch ohne Video Versuche raus. Und dann hat man eben keine Live-Reaction, aber kann man nichts machen, oder? Achso, hier habe ich schon reingestöbert. Dann greife ich hier auch noch an. Ich will mir noch ein Item holen. Kostet zwar, aber macht ja nichts. Horror auf Eis. Das ist aber nicht so viel wert, deshalb wird es verkauft. Der Level-Up steht demnächst an, da kann ich dann wieder so einen Schattenwelt-Dungeon machen. Genau, ansonsten muss ich irgendwas bedenken. Was ist denn der nächste Begleiter jetzt hier? Von der Zeit her stehen dann die schon zunächst an? Dürfte so sein, oder? Genau, wie auch immer. Wie auch immer, Nummer 1, 54 Millionen. Woher habe ich so viel Gold? Will mich nicht beschweren. Schilling, boah, was ist denn das für ein hässlicher Gegner? Ich wollte den eigentlich anklicken. 97. Hab gestern nicht vergessen, aber das ist eben das Ding. Heute habe ich ihn wieder geheilt, wie auch immer. Na gut. Wieder Fest 14. Was haben mir die Leute Nettes geschrieben? Noch zwei, drei Nachrichten. Der Zockers Laxi schreibt: Egoist Mague, hallo Spieletrend, kannst du mal wieder DSO spielen? Die Videos davon waren super, wie jedes deiner anderen Videos. Klar, ist bei den einen Event damals was schiefgelaufen, aber jetzt ist alles wieder normal, da es macht wieder viel Spaß. Ich selber spiele seit einer Woche da wieder richtig aktiv, du machst sehr nice Videos. Ja, ich vermisse das Game, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe gesehen, ganz viele Leute, die gebannt wurden, gesperrt wurden, dürfen wieder zocken. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, wie die ihren Account wiederbekommen haben, aber die dürfen wieder spielen. Obwohl die das halbe Spiel gemolken haben, wofür andere Leute stundenlang farmen in Drakensang Online. Werbung für Gilde, schreibt Kyrie One. Oh Mann, sorry Leute. Mal, ich feiere deine YouTube-Videos mega, ich mach auf jeden Fall weiter so. Die eigentliche Frage ist, ob ich für meine Gilde Werbung machen darf bei dir. Nö, darfst du nicht, Quatsch, hier ist schon drin. Also, die Gummibärchen spielen auf W14. Ach, nö, doch nicht, Moment mal. Eine andere Gilde, W14, ziemlich klein, Ausbau 50% von beiden. Die Interesse haben, können sich an mich, Karon Guess, wenden. Also hier, oder Karon Guesse, der Name, auf W14, wer eine voll ausgebaute Gilde haben möchte. Ergänzung, am 28.02. kommt sogar die Level 55 Erweiterung für DSO. Ja, das habe ich gelesen, krasse Sache, 5 weitere Level-Ups, vielleicht ist das ja eine Gelegenheit dafür. Hi Happen, huhaha. Hi Happen, lustiger Name. Den kennt man doch woher. Hallihallo, Schilling, ich schaue seit etlichen Jahren schon deine Videos. Dreamscape hat ja leider aufgehört, aber dich schaue ich bis heute noch. Das freut mich zu hören. Naja, kommen wir zum Punkt. Ich habe auf W13 international einen Magier-Level 254 und ich wollte dich fragen, ob du zufällig mal vorbeischauen kannst und mir sagen kannst, was du von ihm hältst. Und andere Frage noch, ich mache seit kurzer Zeit YouTube-Videos über meinen Magier und wollte mal fragen, ob du vielleicht vorbeischauen kannst und mir sagen kannst, was sich ändern oder verbessern könnte. Der Hi-Happen, huhaha. So, das ist mal eine Playlist, die kann ich mir dann reinziehen. Ach, fast vergessen, weißt du vielleicht, wann die nächste Pilzaktion ist? Denn meine Pilze werden knapp. Die dürfte am letzten Wochenende des Monats sein. Letztes, erstes Wochenende, irgendwie sowas um den Dreh, also ich schätze so in 2 Wochen oder an 2 Wochenenden, beziehungsweise nächstes oder übernächstes Wochenende, eins von beiden, ist meine Vermutung. Das kann ja niemand genau vorhersehen, doch eigentlich schon. Kannst du mal auf W13 international gehen und König Ben bewerten? Wenn das nur so einfach wäre, immer nach jeder Post herumzuswitchen, dann... Entschuldigung? Wofür eine Entschuldigung, dass ich dich auf W15 international
angegriffen habe, wusste nicht, dass der weibliche Charakter deiner ist. Es tut mir so leid, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Spiel, wo es PvP gibt und da darf jeder jeden angreifen. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Hast du einen Account für mich? Bitte, ich bin ein größter Fan von dir. Selbst wenn ich einen hätte, also ich habe sehr viele Accounts, die darf ich nicht hergeben, denn wenn ich die hergebe, dann werde ich gesperrt, weil das gegen die Regeln verstößt. Das tut mir nämlich sehr leid, obwohl es irgendwie echt schade ist. So, ich habe ein paar 100er, 200er Accounts, die ich nie zocke, weil sie mir einfach keinen Spaß mehr machen, weil ich viel mehr Spaß an diesen Charakteren finde, die schon so weit fortgeschritten sind. Ja, deshalb tut mir leid, das kann ich nicht bringen, das darf man nicht. Okay, und ich glaube, selbst wenn ich es dürfte, ich weiß nicht, ja, vielleicht man könnte mal so einen Account verlosen. Aber ja, für dieses Video würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.